Hallo, hier haben wir heute das Regelvideo von Elveraus in der Master-Version für euch. Jeder Spieler versucht, alle seine Handkarten als erster loszuwerden und somit das Spiel zu gewinnen. Spielvorbereitung. Aus dem Kartenstapel werden die Verbindungskarten, die Bonuskarten sowie die vier Elfer-Zahlenkarten herausgenommen und der restliche Stapel gut durchgemischt. Nun erhalten die Spieler je nach Spielanzahl eine bestimmte Anzahl an Verbindungskarten. Bei 2 und 3 Spielern je 4 Karten, bei 4 und 5 Spielern je 3 Karten und bei 6 Spielern je 2 Karten. Die Bonuskarten werden zunächst an den Rand des Tisches gelegt und von den mit den Jokern gemischten Zahlenkarten bekommen die Spieler wieder eine bestimmte Anzahl an Handkarten. Bei 2 und 3 Spielern 20 Karten, bei 4 Spielern 15 Karten und bei 5 und 6 Spielern 12 Karten. Nun werden nur noch die 4 Elfer-Zahlenkarten untereinander in die Tischmitte gelegt und es sollte so viel Platz vorhanden sein, dass auf beiden Seiten je noch 10 Karten angelegt werden können. Spielablauf. Der jüngste Mitspieler beginnt das Spiel und wer an der Reihe ist, hat die Wahl zwischen 1 bis 4 Handkarten an ein oder mehrere Zahlenreihen anlegen oder eine Karte vom Nachziehstapel ziehen. 1 bis 4 Karten anlegen. Beim Anlegen dürfen bis zu 4 Karten auch an unterschiedliche Reihen angelegt werden. Beim Anlegen ist zu beachten, dass die Farbe der 11 die Farbe der ganzen Reihe bestimmt, auf der einen Seite die Zahlen 10 bis 1 und auf der anderen Seite die Zahlen 12 bis 21 anzulegen sind und es dürfen keine Zahlen ausgelassen werden, es sei denn, sie werden über Joker oder Verbindungskarten erreicht. Zusätzlich dürfen noch Verbindungskarten angelegt oder Joker ausgetauscht werden. Das Anlegen von Jokern zählt mit zu den 4 ablegbaren Karten und ersetzt jede Zahlenkarte. Spieler, die die 1 oder 21 legen, erhalten sofort eine Bonuskarte und dürfen sich diese vom Spielrand nehmen. Legeregeln für Joker. Ein Joker muss, genau wie jede andere Zahlenkarte, nicht angelegt werden, auch wenn es geht. Legt ein Spieler einen Joker als 1 oder 21, erhält der Spieler dafür die Bonuskarte. Späteres Austauschen berechtigt nicht mehr zum Nehmen einer Bonuskarte. Joker können ebenso an Verbindungskarten angelegt werden, es dürfen in einem Spielzug mehrere Joker angelegt werden und auch mit einem Joker als letzte Handkarte kann das Spiel beendet werden. Verbindungskarten überbrücken von einer Farbreihe in eine andere, wo man mit der Zahlenreihe noch nicht so weit ist, aber gerne die Karte schon auslegen möchte. Setzt man eine Verbindungskarte ein, muss sofort in der verbundenen Reihe eine passende Karte, entweder ein Joker oder Zahlenkarte, angelegt werden. Nochmal zur Erinnerung, Verbindungskarten zählen nicht mit zu den bis zu 4 auslegbaren Karten. Oberste Karte ziehen. Kann oder möchte ein Spieler keine Karte anlegen, muss er die oberste Karte vom Nachziehstapel ziehen. Sobald der Stapel leer ist, muss der Spieler mindestens eine Karte anlegen. Kann er dies nicht, da er nichts Passendes auf der Hand hat, sagt er dies und der nächste Spieler ist an der Reihe. Ende des Spiels. Sobald ein Spieler seine letzte Handkarte angelegt hat, endet das Spiel sofort und jeder Spieler ermittelt seine Punkte. Punktewertung. Jede Bonuskarte zählt 11 Pluspunkte. Jede Karte zählt seinen Zahlenwert an Minuspunkten und jeder Joker zählt 11 Minuspunkte. Falls ihr noch Fragen haben solltet, könnt ihr die gerne wieder in den Kommentaren posten und wir geben unser Bestes, um diese zu beantworten.